In der peruanischen Region des Amazonas-Regenwaldes gibt es eine Ahnenlegende, die von den spanischen Eroberern stammt. Sie erzählt die Geschichte eines kochenden Flusses, der jedes Lebewesen tötet, das sich in sein Gewässer wagt. Wie bei so vielen Legenden wollte man auch hier den Geschichten der Einheimischen nur wenig Glauben schenken. Trotzdem entschied sich der peruanische Geowissenschaftler Andrés Russo, sich auf die Suche nach dem legendären Fluss zu machen. Ganz so einfach war es nicht, diesen kochenden Fluss zu finden. Er fragte bei Kollegen an Universitäten, bei der Regierung und bei Öl-, Gas- und Bergbauunternehmen nach. Aber keiner wusste etwas von seiner Existenz und viele glaubten sogar, dass es ihn nicht geben würde, da sich im Amazonasgebiet keine Vulkane befinden. Russo wurde bei seiner Suche im Amazonasgebiet von seiner Tante, Schamanen, Indianern und Holzfällern unterstützt. Schließlich erhielt er Informationen über diesen unglaublichen und unerforschten Ort und wurde von einem Schamanen zum kochenden Fluss geführt. So fand er einen sehr heißen und wilden Fluss vor, bei dem das Wasser eine Durchschnittstemperatur von 86 Grad Celsius hat und teilweise an Stellen kocht, was durchaus für viele Lebewesen den Tod bedeuten kann. Der Schüler des Schamanen führte ihn flussaufwärts zum heiligsten Ort. Hier stellte Russo fest, dass der Anfang des Flusses kalt ist und sich dann mit dem heißen Wasser mischt. Die Einheimischen nennen den Fluss Chanay Timpishka, was übersetzt von der Sonne zum Kochen gebracht heißt. Und sie denken, er ist so heiß wegen der Yukumama, der Mutter der Gewässer, ein gigantischer Schlangengeist, der kaltes und heißes Wasser gebärt. Das Erstaunliche ist, dass die Einheimischen diesen Fluss schon immer kannten, dieser jedoch für den Rest der Welt weitaus unbekannt war. Der Fluss ist Teil ihres täglichen Lebens. Sie trinken sein Wasser, baden in seinen Dämpfen und kochen und waschen damit und wenden es sogar für ihre medizinischen Zwecke an. Die Hitze des Flusses erstreckt sich über eine Länge von 6,24 Kilometer und bildet mehrere Thermalbecken und Wasserfälle mit einer Höhe von über 6 Metern. Und das alles mit fast kochendem Wasser. Jedoch findet man immer noch keine eindeutige Erklärung, wodurch das Wasser erwärmt wird. Für die Experten bleibt der kochende Fluss nach wie vor ein Rätsel. Ein Fluss, der im Amazonasgebiet mehr als 700 Kilometer entfernt von einem Vulkanzentrum fließt.